Wirkung zeigt nach diesem doch eigentlich unnötig verlorenen zweiten Satz. Fünften Masters, ich sagte das. Nur Ivan Lendl hat mehr Teilnahmen, eine mehr und bisher ein Match mehr. 50 Mal war Lendl im Einsatz, Becker heute zum 49. Mal. Das ist Routine. 30 Mal. 30 Mal. Barbara Becker mit verschränkten Armen, regungslos, angespannt. Ah, jetzt will sich das Publikum da hinten einmischen. Pfiffe für diese Entscheidung, aber auch die wird korrekt gewesen sein. Er war seitlich weg, ja. Auch Pete Sampras mit einem sicheren ersten Aufschlagspiel in diesem dritten Satz. Na, kennen Sie den noch? Die Größe vergangener Zeiten, der weiße Blitz von Kitz, Toni Seiler. Jetzt für Becker. 40-15. Sauberes Spiel von Boris. Ein Punkt abgegeben. So ein bisschen fällt die Spannung natürlich immer ab nach Ende eines Satzes, aber die wird sich in den nächsten Minuten auch in diesem dritten Durchgang ganz schnell wieder, da bin ich sicher, aufbauen. Doch schon. Aufschlag Sampras.
Leiden die Zuschauer hier mit. Der Becker vom Ansatz her so gut aussieht und den Punkt dann doch nicht macht. Und wieder, Sie hören das über die Außenmikrofone, dieses 15.000-fache Bedauern. Kollege McEnroe, allerdings der Kleine, Patrick. John kommentiert ja immer noch den längsten Ballwechsel zwischen Sampras und Agassi. 40-15. Das ist ein Startzeichen für Becker. Ah, den wollte Becker am Pfosten vorbei hinten in die Ecke spielen. Aber es kommt wieder Bewegung in die Partie. 2-2.